So, jetzt gebe ich mir das noch. Einmal hoch zu Machu Picchu. 2 Kilometer bergauf. So Pi mal Auge. Bin noch nicht genug gewandert heute Nacht. Gehe ich da noch hoch. Mal gucken, was da oben so los ist. So, ich fange mal von oben an. Erstmal hier hochgekrabbelt Richtung Sonnentor. So, da unten ist ein bisschen die Hölle los. Hier oben ist es relativ ruhig. So hoch geht, gehen nicht allzu viele. Jo, jetzt gucke ich mal. Noch ein bisschen hochgehe, oder wieder runtergehe. Mal schauen. Ein bisschen warm ist heute auch. Aber es geht noch. Den Anblick kennt wohl jeder. Das ist die richtige Stadt. Machu Picchu. Ich war hier oben am Inti Putu, am Sonnentor. Kann man sich sparen. Bloß ein krasser Aufstieg. Drehst du hier mal eine Runde und dann weg. So. Ich überlege gerade, ob ich da noch durchlaufe. Hier ist nicht ein Haus beschrieben, nicht eine Tafel, wo man mal lesen kann, für was war welches Haus. Hier steht einfach mal Guardhaus, das war's. Und da unten steht gar nichts. Keine Tafeln dran, nichts. Das ist eine Frechheit, eine richtige Frechheit. Dagegen war Kuilab wirklich super. Da war alles beschriftet. Da wusste man dann wenigstens, worum es geht. Aber hier ist ein Haufen Steine. Und die haben keine Trümmerfrauen gehabt, die irgendwas so wie das aussieht. Das kannst du völlig in die Tonne kloppen. Die leben bloß vom Namen hier. Naja, ich glaube, ich verdrück mich. Das ist mir zu doof hier. So, ich verabschiede mich mal von diesem Weltkulturerbe hier. Die größte Touristenabzocke, die ich hier erlebt habe. Und jetzt trabe ich wieder runter ins überteuerte Aguas Calientes. Aber mein Bier habe ich schon sichergestellt. War zwar auch nicht gerade billig, aber naja. Wenn du frisst, der Teufel fliehen. Was für eine einfache Pizza Margherita, 6 Euro, ist schon eine Frechheit. Also, ich war jetzt noch gut eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis ich wieder runtergetrampelt bin. Auf geht's. Ich hätte heute übrigens ein Ticket umsonst haben können, für den Bus, für die Rückfahrt. Habe ich dankend abgelehnt. Hätte ich mal nehmen sollen. Haben mir ein paar angeboten. Die hatten das von ihrem Reiseveranstalter gekriegt und sind dabei gelaufen. Aber naja, gut, dann laufe ich halt wieder runter. Unten ist auch ein schöner Shop, da gibt es Bier. Genau unten an der Brücke, halbe, dreiviertel Stunde, gibt es das erste Bier. Auf geht's. Jetzt sind wir wieder in eine Huschebahn reingefahren. So, Aguas Calientes, morgens 7:30 Uhr. Es ist Zeit, sich zu verdrücken. Ich gehe mal wieder auf den Railtrack. Mal gucken, was da wieder los ist. Ich schätze mal 2,5 Stunden, 3 Stunden. Vielleicht bis Hydroelektrik verbrauchen, aber scheißegal. Durch da. Ihr habt 6 Tage Zeit. 5 oder 6. Nach Cusco. Gucken, was ich mir unterwegs noch antue. Nix wie weg hier. So, immer da lang.
teilweise gar nicht hier so gefahren. Ich bin jetzt sogar ziemlich viel gefahren. Es geht leicht bergab. Ab und zu kommen mal so eine kleinen Brücken, ne? Da muss ich dann mal absteigen und rüberhoppeln. Aber ansonsten geht das. Ja, schon 4 Kilometer weg von 10, die es von, also vom Ort Aguas Calientes sind. Reine Bahnstrecke sind 8,5. So, weiter geht's. So, jetzt muss ich mal kurz warten. Hier kommt eine Huschelbahn vorbei. Und dann kann ich über diese kleine Drecksbrücke hier rüber. So, jetzt ist die Strecke erstmal wieder eine Weile frei, weil hier fährt bloß ein Zug hin und her. Also, durch da. Bevor der zurückkommt, bin ich wahrscheinlich schon Hydroelektriker. So, 3 Kilometer noch bis Hydroelektriker. Hier bin ich nachts im Dunkeln lang gerockt. Wenn einer mal lachen will, ich bin über 3000 Kilometer Fahrrad gefahren. Aber nach der Aktion hier und dann noch Machu Picchu hochklettern und auf den Steinen rumklettern und Inti Puntu und was weiß ich, habe ich Muskelkater in den Waden. Und was für ein. Das ist ja nicht normal. Die Oberschenkel sind okay, aber die Waden, die tun etwas weh. Naja, hoffe mal eine halbe Stunde bin ich durch hier. Das wäre eine super Zeit. Wäre ich recht zufrieden. Und dann wieder auf die Schotterstraße. Richtung Santa Teresa, Santa Maria. Viel Spaß. So, jetzt wird noch mal ein bisschen Bus gefahren. Im Kollektivo bin ich schon mal bis Santa Maria gekommen. Jetzt fahre ich gleich durch mit dem hier nach Urubamba und spare mir den 4300 Meter Pass. So geht's auch. Guten Morgen. Noch mal ein Blick auf Urubamba. Bin ich gestern Nachmittag gelandet, habe ich übernachtet. Das sehe ich sogar von hier. Ja, jetzt mache ich mich auf zu den Salinen von Maras. Bin schon ein bisschen geklettert. Ein bisschen muss ich noch klettern. Hoffen wir, dass ich in einer Stunde da bin. Vielleicht bleibe ich da, wenn es mir da gefällt. Oder fahre noch weiter an der Lagune. Auf 3,5. Da sind auch ein paar schöne Plätze, wo man sein Zelt hinstellen kann. Ich musste mir erstmal eine neue Mobilfunkkarte holen. Die alte hat nicht mehr funktioniert. Ich hatte zwar ein Paket gebucht, aber das funktionierte irgendwie nicht mehr. Und da das Ding nicht auf meinen Namen lief, war das natürlich ein bisschen doof. Und jetzt hat er mir irgendwie einen Vertrag verkauft hier. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Internet. Für 30 Soles. Für einen Monat. Sollte reichen. So lange bin ich ja nicht mehr hier. Wie das hinhauen. So, jetzt geht's da. Es geht ganz lustig aufwärts. Geht's da hoch. Aber nicht mehr so weit. Das geht. Und dann mal schauen, wie das da oben ist. So, das sind die Salinen von Maras. Ich werde da nicht runterfahren, das ist mir zu doof. Der Typ von der Hospedei ist auch strohdoof. Den habe ich gefragt, ob da von der Seite einfacher ist. Schöner Weg hoch. Das war ein bisschen schieben lassen. Nur in Sand Richtung 8. Wenn du hier einen was fragst, ist es sinnlos. Du kriegst eine bescheuerte Antwort. Ich habe keine Ahnung von nichts. So, Salz habe ich noch. Ich habe sogar noch reichen alle Chili-Salz. Also brauche ich nicht runterfahren. Das kann man sparen. Völlig sinnlos. So. Hier weg sind, dann ist hier Ruhe. Aber ansonsten ist es richtig schön, wenn man das richtig anbieten, die Sache.
ist fein hier. Der erste Regentag seit fast 2 Monaten. Aber ich warte erstmal ab. Ich habe noch Zeit. Es gibt erstmal Spiegelei. Auf Brötchen. Und Tomaten. Und Kaffee. Mal gucken. Ich habe eben noch 33 Kilometer bis nach Cusco. Erstmal abwarten. Vielleicht hört es noch auf. Ich wollte bei dem Gepiesel nicht fahren. Erstmal frühstücken. Und dann noch ein Nickerchen machen. Nachdem sie die ganze Nacht gepieselt hat, das hat auch erst um 9:30 aufgehört, dann habe ich mal angefangen abzubauen. Und um 10:45 bin ich gestartet, jetzt bin ich jetzt hier runtergedackelt. War ein bisschen mordrig. Aber besser als Staub, den man immer fressen muss. Jetzt sieht das alles ein bisschen dreckig aus. Ich auch. Und ein bisschen was abgekriegt. Naja, es ist nur 1 Kilometer, dann ist Terstraße nach Cusco und da bleibe ich 5 Nächte. Ich werde mich mal ein bisschen ums Fahrrad kümmern und ach, den ganzen Kram, Klamotten waschen wieder und ein bisschen Blog schreiben noch und ansonsten Bier trinken. Und essen. Viel essen. So, auf geht's.